Heute wollen wir uns mal anschauen, wie die Wasserlage so optimiert wird, dass wir möglichst wenig Anströmung haben. Ja, und da gibt es verschiedene Tricks, die wir machen können. Zum einen einmal Beinschlag mehr aktivieren. Wenn der Beinschlag aktivierter ist, sind die Beine automatisch höher und demnach haben wir weniger Anströmung. Punkt 2 ist einfach die Wasserlage so austarieren, dass wir leicht im Endeffekt bergab schwimmen. Heißt, wir haben unser Oberkörper und der Kopf, die sind so ein bisschen leichter als das Wasser. Und die Beine sind tendenziell eher schwerer und dadurch sinken die automatisch ab. Das heißt, um das ins Gleichgewicht zu bekommen, müssen wir das so austarieren, dass wir da flach sind. Dafür machen wir jetzt ein paar Übungen. Mit dem sogenannten Seestern. Das ist immer die Ausgangsübung, das würde ich einfach im Poolball nehmen. Die ist super einfach und da legen wir uns einfach nur ins Wasser rein und versuchen uns zu strecken. Wir machen ein Doppelkinn, versuchen den Oberkörper leicht reinzudrücken, Arme ins Wasser, Füße gestreckt. Das ist sozusagen unsere Kalibration und die machen wir im nächsten Schritt ohne Poolball. Außer Dynamik, einfach nur mit Abstürzen, lang vom Beckenrand und so lange gleiten, wie es geht, ohne dass die Beine abstürzen. Jawohl. Im nächsten Schritt machen wir daraus noch einen leichten Beinschlag, den wir dann einbauen. Heißt, wir stoßen uns ab und beginnen nach 3 Sekunden mit dem maximalen Beinschlag. Wichtig dabei ist, nicht aus den Kniegelenken, sondern aus der Hüfte zu schlagen. Übung, die super funktioniert. Genau wie gerade Abstoß mit dem Beinschlag. Und dann versuchen wir mal den Oberkörper ins Wasser reinzudrücken. Ich mache das einmal vor, hin und zurück. Das ist natürlich schwierig, aber man muss dafür runtergucken. Klar, in einem Schwimmbad ist es immer nicht so leicht. Versucht ab und zu kurz vor hoch zu gucken, aber tendenziell den Kopf unten zu lassen. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, dieser Kopfposition. Abschließend wollen wir da nochmal versuchen zu variieren. Umso tiefer ihr den Kopf im Wasser habt, umso mehr Auftrieb wird euer Körper erfahren. Ja, auf der anderen Seite wollen wir natürlich das Rückgrat strecken, wie so ein Doppelkinn machen, dass wir gerade bleiben. Das Ganze wollen wir jetzt nochmal mit einer Technikübung üben. Das heißt, wir versuchen mal verschiedene Positionen des Kopfes anzunehmen. Heißt, wir beginnen von vorne und lassen den Kopf innerhalb der Bahn dann langsam nach unten absinken. Wir machen es vor, auf geht's. Wenn ihr das regelmäßig übt, diese Übungen, dann werdet ihr automatisch eine bessere Wasserlage bekommen. Also bleibt da dran. Euer Schwimmcoach. Bis zum nächsten Mal.